Herzlich willkommen zu meiner Einführung in Verfahren und Techniken von Strategieprozessen. Ich möchte den Zuhörern gerne Vorgehensweisen, Methoden und Instrumente vorstellen, so wie sie bei der Strategieentwicklung in der industriellen Praxis Anwendung finden. Die Inhalte dieser Präsentation sind das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Abteilung Business Development in einem global aufgestellten Unternehmen. Für eine systematische Strategieentwicklung, beispielsweise im Rahmen der Geschäftsplanung von Unternehmen oder in Strategieprojekten, ist die Anwendung eines wohlstrukturierten Strategieprozesses unverzichtbar, denn ein definierter Strategieprozess gibt die einzelnen Schritte bei der Strategieanalyse, der Strategieentwicklung und der Strategieumsetzung sowie die zu erzielenden Ergebnisse im Detail vor. Ein effizienter Strategieprozess enthält daneben aber auch geeignete Methoden, Instrumente und Tools. Damit wird letztlich die Entwicklung von strategischen Maßnahmen gewährleistet, die optimal auf die Situation des Unternehmens und das Markt- und Wettbewerbsumfeld ausgerichtet sind. Darüber hinaus wird schließlich auch die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen zur besseren Erreichung der strategischen Unternehmensziele unterstützt. In der folgenden Präsentation werde ich einige wichtige Aspekte von Strategieprozessen vorstellen, zum Beispiel: Wie lässt sich der Prozess der Strategieplanung möglichst effizient organisieren? Mit welchen Methoden lässt sich bestimmen, wie mein Unternehmen am Markt positioniert ist? Wie werden verschiedene strategische Optionen entwickelt und bewertet? Welche Tools und Instrumente kommen hierbei zur Anwendung? Und wie wird die Umsetzung strategischer Maßnahmen am besten gewährleistet? Kurz gefasst kann man sagen, dass im Rahmen von Strategieentwicklungsprozessen zum einen die strategische Positionierung des Unternehmens im Markt bestimmt und zum anderen verschiedene Alternativen für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit formuliert werden. Ein gut strukturierter Strategieprozess besteht deshalb in der Regel aus drei Kernelementen, nämlich Analyse, Strategiebildung und Strategieumsetzung. Zur Analyse: Am Beginn der Strategieplanung und Entwicklung steht eine genaue Untersuchung der strategischen Ausgangssituation. Ziel der Analyse ist die systematische Sammlung und Aufbereitung aller Informationen, die für strategische Entscheidungen erforderlich sind. Dabei wird sowohl das Unternehmen selbst in seinen verschiedensten Facetten unter die Lupe genommen, also seine Stärken und Schwächen beispielsweise in Bezug auf Prozesse, Mitarbeiter, Kompetenzen, Portfolio, Marktbearbeitung etc., als auch das relevante Unternehmensumfeld, also Kunden, Märkte, Konkurrenz, relevante Gesetze und Vorschriften, Technologien und so weiter. Zur Strategiebildung: Hier werden aus einer Vision oder einem Unternehmensleitbild zunächst eine als wünschenswert angesehene strategische Erfolgsposition definiert und entsprechende Markt- und Geschäftsfeldstrategien entwickelt. Im nächsten Schritt werden adäquate strategische Ziele auf Basis definierter Messgrößen gesetzt, eventuell auch bereits zugehörige operative Ziele abgeleitet. Zur Umsetzung: In diesem Schritt werden konkrete Maßnahmen zur Realisierung der Strategien geplant. Das heißt, Aufgaben mitsamt Verantwortlichkeiten, beteiligten Stellen, Kapazitäten, Tools und Instrumenten, Terminen, Prioritäten etc. festgelegt. Wobei für eine erfolgreiche Strategieumsetzung sich besonders Methoden des Projektmanagements bewährt haben. Vor allem Projektplanung und Organisation, aber auch Machbarkeitsprüfungen und Risikoanalysen. Wie gesagt, sollte die Strategieentwicklung beispielsweise im Rahmen von Strategieprojekten einem klar strukturierten Prozess mit definierten Schritten bzw. Phasen und Ergebnissen bzw. Meilensteinen folgen. Aus den zuvor geschilderten drei Kernelementen Analyse, Strategiebildung und Strategieumsetzung lässt sich etwa ein konkreter Strategieprozess ableiten, so wie ich ihn auch in meinen Strategie- und Beratungsprojekten anwende. Dieser Strategieprozess gliedert sich in die auf dieser Seite dargestellten insgesamt 5 Phasen mit ihren zugehörigen Hauptergebnissen bzw. Meilensteinen. In der Phase der strategischen Analyse wird die Ausgangssituation des Unternehmens untersucht und beschrieben. Das heißt, es findet eine umfassende Analyse der aktuellen Unternehmens-, Markt- und Wettbewerbssituation statt. In der Phase des strategischen Forecasts wird eine Prognose der erwarteten zukünftigen Unternehmensentwicklung, und zwar bei unveränderter Strategie, erstellt. Auf Basis der bis hierher gewonnenen Erkenntnisse
werden in der folgenden Phase verschiedene strategische Optionen entwickelt, wobei alle strategischen Dimensionen berücksichtigt werden, wie etwa Märkte, Kunden, Konkurrenten, Technologien etc. In der anschließenden Phase werden die strategischen Alternativen nun evaluiert, indem diese nach spezifischen Kriterien bewertet werden, die alle im Hinblick auf die Realisierung der jeweiligen Strategieoptionen von Bedeutung sind. Zum Beispiel der Bedarf an Ressourcen und Kompetenzen, erzielbare Wirtschaftlichkeit, erforderliche Zeit und Kosten oder auch etwaige Risiken. In der Implementierungsphase schließlich erfolgt die Neuausrichtung der Strategie mit Definition und Planung geeigneter strategischer Maßnahmen sowie deren Umsetzung, die auch ein entsprechendes Erfolgscontrolling einschließt. Ein effizienter Strategieprozess sollte, wie bereits erwähnt, auch die anzuwendenden Methoden und Strategieinstrumente beschreiben. Auf dieser Seite sind 12 Arten solcher Strategieinstrumente bzw. Tools aufgelistet, die sich in Strategieprozessen bzw. bei der Durchführung von Strategieprojekten sehr bewährt haben. Diese Instrumente unterstützen einen Großteil der Aufgaben, die bei der Strategieanalyse anfallen. Von besonderer Bedeutung sind etwa SWOT-Analysen, Portfolioanalysen, Kundenstrukturanalysen sowie die Konzepte der Lebenszyklus- und der Erfahrungskurven, die allesamt dazu dienen, die Stärken und Schwächen sowie die Positionierung des Unternehmens im Markt aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Balanced Scorecard, ABC und Risikoanalysen wiederum stellen wichtige Instrumente der Strategieumsetzung und des Strategiecontrollings dar. Für jedes dieser bewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Website www.strategieundplanung.de bestellt werden. Auf den nächsten Seiten werde ich Eigenschaften und Funktionsweisen einige dieser Methoden erläutern und erklären, wie sie angewandt werden. Die SWOT-Analyse ist eine sehr grundlegende Maßnahme bei der Strategieentwicklung, die zudem auch verhältnismäßig einfach durchzuführen ist. Bei der SWOT-Analyse werden Stärken oder Strengths und Schwächen oder Weaknesses des Unternehmens herausgearbeitet und mit den Chancen oder Opportunities und Bedrohungen oder Threats abgeglichen, die sich aus dem Markt ergeben. Ziel der Methode ist es, aus diesem Abgleich situationsspezifische, geeignete Wettbewerbsstrategien zu entwickeln. Bei einer SWOT-Analyse empfiehlt es sich, in zwei Schritten vorzugehen. Zunächst werden für die vier Kategorien Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen jeweils die aus Sicht des Unternehmens wichtigsten zutreffenden Aussagen gesammelt. Dies kann in Form eines Brainstormings, strukturierter Interviews oder durch Auswertung von internen Unterlagen wie Berichte, Protokolle etc. und externen Marktstudien geschehen. Im zweiten Schritt werden dann durch Kombination der Stärken und Schwächen einerseits mit den Chancen und Bedrohungen andererseits insgesamt vier Gruppen möglicher strategischer Stoßrichtungen gebildet. Kombination von Stärken und Chancen, das sind SO-Strategien. Hier geht es um die Identifikation der Marktchancen, die mit den Stärken des Unternehmens gut verfolgt und genutzt werden können, um die Wettbewerbsposition weiter zu verbessern. Kombination von Stärken und Bedrohungen oder ST-Strategien. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie durch Einsatz der vorhandenen eigenen Stärken externe Bedrohungen neutralisiert oder zumindest minimiert werden können. Kombination von Schwächen und Chancen oder WO-Strategien. Hier werden Maßnahmen definiert, um Schwächen zu eliminieren, die der Nutzung neuer Möglichkeiten und Marktchancen entgegenstehen. Kombination von Schwächen und Bedrohungen, das sind dann WT-Strategien. Dabei geht es um die Entwicklung einer Verteidigungsstrategie, um vorhandene Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen. Aus dem resultierenden Portfolio an Strategien werden sodann diejenigen ausgewählt und umgesetzt, die den besten Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit leisten können. Lebenszyklusanalysen können überall dort angewandt werden,
wo irgendwelche Bezugsobjekte verschiedene Phasen durchlaufen, die jeweils durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet sind. Im Rahmen des strategischen Managements eignen sich als solche Bezugsobjekte insbesondere Branchen oder Märkte und Technologien oder einzelne Produkte bzw. Produktgruppen. Bei diesen Bezugsobjekten wird der Lebenszyklus in der Regel in vier Phasen eingeteilt, die durch jeweils charakteristische Merkmale gekennzeichnet sind, die ich am Beispiel eines Produktlebenszyklus erläutern möchte. Phase 1 – Entstehung. Nach der Markteinführung sind die Umsätze erst noch gering und steigen nur langsam an. Phase 2 – Wachstum. Mit zunehmender Bekanntheit des Produkts werden immer größere Stückzahlen abgesetzt und die Umsätze steigen stärker. Phase 3 – Reife. Langsam wird eine Marktsättigung erreicht, wobei nur noch geringes Umsatzwachstum auf hohem Niveau zu beobachten ist. Phase 4 – Alter. Jetzt beginnt die Ausphasung des Produkts bzw. Ersatz durch einen Nachfolger, verbunden mit sinkenden Umsätzen. Somit ergibt sich für den Lebenszyklus eine Kurvendarstellung. Auf der X-Achse werden die Altersdaten des Analysegegenstands, also bei einem Produkt die Zeit seit seiner Markteinführung in Monaten, Quartalen oder Jahren, abgetragen und auf der Y-Achse die Werte einer Messgröße zu den jeweiligen Zeitpunkten. Also wie geschildert zum Beispiel die Umsätze, die mit dem Produkt erzielt werden. Denkbar sind aber auch Gewinne, Marktanteile oder Cashflows. Ziel der Lebenszyklusanalyse ist es, aus dem Kurvenverlauf bzw. aus den Positionen der Produkte auf den Kurven Rückschlüsse für geeignete strategische oder auch Marketingmaßnahmen zu ziehen. Eine mögliche Anwendung der Lebenszyklusanalyse besteht darin, dass alle Produkte aus einem Firmenportfolio unter Berücksichtigung der genannten Parameter Alter und Umsatz so in ein Koordinatensystem eingetragen werden, dass zumindest näherungsweise eine hypothetische Kurve entsteht. Auf diese Weise kann festgestellt werden, wie ausgewogen die Produkte des Portfolios auf die verschiedenen Phasen verteilt sind und somit eine Aussage über die Qualität des Portfolios getroffen werden. Portfolioanalysen gehören zu den klassischen und besonders wirkungsvollen Instrumenten der Strategieanalyse und Strategieplanung. Bei dieser Methode werden alle Produkte eines Unternehmensportfolios nach zwei Aspekten in einer Matrix eingeordnet. Die Stärke dieses Instruments liegt darin, dass einerseits mehrere unternehmensinterne und externe Faktoren in nur einer komprimierten, aussagekräftigen Grafik veranschaulicht werden können, und andererseits aus der grafischen Darstellung unmittelbar Konsequenzen für die weitere strategische Ausrichtung eines Unternehmens abgeleitet werden können. Man spricht hier von Normstrategien. Zu den bekanntesten Vertretern dieses Strategieinstruments zählt die Portfolioanalyse nach der Boston Consulting Group oder kurz BCG, die wegen der zwei Dimensionen in der grafischen Darstellung auch als Marktwachstumsmatrix bezeichnet wird. Als Marktanteil wird in der Regel nicht der absolute, sondern der relative Marktanteil eines Produkts gewählt, das heißt die Relation in Prozent des eigenen Produktumsatzes zum Umsatz des umsatzstärksten Produktes im jeweiligen Marktsegment. Für die Bestimmung des Marktwachstums des betreffenden Segments werden die Daten aus den Marktprognosen herangezogen. Üblicherweise werden mittel- bis langfristige durchschnittliche Wachstumsraten verwendet. Die sich ergebende Matrix wird in vier Quadranten eingeteilt, wobei die Grenzwerte für Marktanteile und Marktwachstum jeweils individuell festgelegt werden müssen. Jedem dieser Quadranten kann sodann, wie gesagt, eine Normstrategie für die darin befindlichen Produkte zugewiesen werden. Quadrant Poor Dogs, gekennzeichnet durch niedrigen Marktanteil und niedriges Wachstum. Die Normstrategie lautet hier Desinvestition. Quadrant Question Marks, gekennzeichnet durch niedrigen Marktanteil, aber hohes Wachstum. Normstrategie ist eine selektive Investition in erfolgversprechende Produkte. Quadrant Stars, Kennzeichen hoher Marktanteil und hohes Wachstum. Normstrategie in diesem Fall investieren, um Wachstum und Expansion zu ermöglichen.
und schließlich Quadrant Cash Cows, hoher Marktanteil und niedriges Wachstum. Das bedeutet für die Normstrategie keine Neuinvestitionen, aber möglichst lange am Markt halten, um die Finanzierung der Stars und der erfolgversprechenden Question Marks sicherzustellen. Wichtig ist, dass neben den Normstrategien für einzelne Produkte auch eine ganzheitliche Betrachtung der Qualität des gesamten Portfolios vorgenommen wird. Strategisches Ziel ist nämlich ein möglichst ausgewogenes Portfolio, bei dem Mittelzuflüsse aus Umsatzeinnahmen und Mittelabflüsse für Investitionen in einem gesunden wirtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, sowie ausreichend Profitabilität und Wachstum garantiert sind. Bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien macht es auch Sinn, dass gewisse sogenannte Strategiekonzepte zur Anwendung kommen. Strategiekonzepte fassen eine Vielzahl von Analysen bzw. deren Ergebnisse in systematischer Form zusammen, um daraus passende Schlussfolgerungen für die Strategie abzuleiten oder um die Strategieentscheidung abzusichern. Die Produktmarktmatrix stellt ein solches Strategiekonzept dar. In dieser Matrix werden vier grundlegende Szenarien auf Basis spezifischer Produkt-Markt-Kombinationen abgebildet, je nachdem, ob es sich um neue oder bestehende Produkte bzw. Märkte handelt. Jedem dieser vier Szenarien ist eine passende generische Strategieoption zugeordnet, nämlich entweder Marktdurchdringung oder Markterschließung oder Produktentwicklung oder Diversifizierung. Für eine fundierte Strategieentscheidung müssen allerdings die hinter den groben Einzelkriterien stehenden Daten und Informationen noch detailliert bewertet werden. Zum Beispiel muss bei bestehenden Produkten das Portfolio auf seine Qualität hin untersucht werden, etwa durch Anwendung von Lebenszyklus- oder Portfolioanalysen, und sowohl bei bestehenden Märkten als auch bei neuen Märkten müssen Volumen und Wachstumspotenziale gründlich evaluiert werden. Außerdem existieren bei jeder generischen Strategieoption jeweils unterschiedliche Alternativen, wie diese letztlich umzusetzen ist. Eine höhere Marktdurchdringung kann beispielsweise durch ganz unterschiedliche Methoden erzielt werden, etwa durch höhere Kaufraten bei den Kunden oder indem Kunden der Konkurrenz abgeworben werden oder durch Neukundengewinnung oder auch durch neue Vertriebskanäle oder durch eine Kombination aus mehreren dieser Möglichkeiten. Die Produktmarktmatrix lässt sich zudem durch die additive Berücksichtigung von Services erweitern. Ein synergetischer Mix aus Produkten und Services liefert somit weitere Strategieoptionen, etwa die Ergänzung des Produktportfolios um produktbezogene Dienstleistungen, wie zum Beispiel Installation, Wartung und Training. Für die Umsetzung der Strategie ist es notwendig, Aktionspläne zu definieren, die alle erforderlichen Maßnahmen inklusive Prioritäten, Verantwortlichen und Terminen enthalten. Dazu müssen strategische Ziele festgelegt und die Strategie operationalisiert, das heißt schrittweise verfeinert und in ausführbare Aufgabenpakete überführt werden. Im Rahmen des Strategie-Controllings wird dann überprüft, ob die Maßnahmen entsprechend der Planung umgesetzt und ob die definierten Ziele erreicht werden. Für diese Aufgaben, die man auch als Geschäftssteuerung bezeichnet, existiert eine Reihe von Methoden und Instrumenten. Aber besonders mit dem Konzept der Balanced Scorecard steht jedoch ein sehr leistungsfähiges Instrument für das Strategiecontrolling zur Verfügung. Einfach ausgedrückt sind Balanced Scorecards strategisch orientierte Kennzahlensysteme, die aus sogenannten Key Performance Indikatoren, oft auch kurz KPI genannt, bestehen, also Schlüsselgrößen, die den Geschäftserfolg anzeigen. Diese Key-Performance-Indikatoren werden bei der Strategieentwicklung durch sukzessive Verfeinerung und Spezifizierung aus übergeordneten strategischen Zielsetzungen abgeleitet. Die KPI umfassen dabei nicht nur monetäre Steuerungs- und Ergebnisgrößen wie Umsatz oder Gewinn. Der besondere Vorzug des Balanced Scorecard-Konzepts liegt vielmehr darin, dass auch nicht monetäre Messgrößen erfasst und verfolgt werden, wie zum Beispiel Liefertreue, Fehlermeldungen oder Trainingstage. Denn der Begriff Balanced bezieht sich auf eine ausgewogene Betrachtung von mehreren, zumeist sind es vier, sogenannten Perspektiven, die für den Unternehmenserfolg entscheidend sind, nämlich Kunden oder Märkte, die internen Prozesse
Mitarbeiter oder Innovationen und schließlich die Finanzen. Bei den KPI handelt es sich genau genommen fast immer um geschäftsbeeinflussende Faktoren, sogenannte Treibergrößen, die die Erreichung der Geschäftsziele maßgeblich beeinflussen. Sie dienen somit als Frühwarnindikatoren. Gefährdungen der Geschäftsziele werden mit Hilfe solcher Indikatoren also frühzeitig erkannt und das Management kann rechtzeitig gegensteuern. Denn zeigen die KPI Zielabweichungen an, so erlaubt eine fundierte Ursachenanalyse die Einleitung von erforderlichen Korrekturmaßnahmen, mit denen die Erreichung der übergeordneten oder längerfristigen Unternehmensziele dann doch noch sichergestellt werden kann. Wie früher bereits erwähnt, existieren für jede dieser Methoden, nicht nur für die im Detail vorgestellten, sondern für alle 12 zuvor aufgelisteten Methoden, auch Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und in Form unterstützender Excel-Dateien. Ebenso existiert eine sehr umfangreiche Präsentation zum Strategieprozess, weit ausführlicher als diese hier, die noch mehr Informationen zu Vorgehensweisen und Instrumenten bei der Strategieanalyse, Strategieplanung und beim Strategiecontrolling enthält und natürlich auch zu allen hier nicht näher erläuterten Methoden und Tools. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategieundplanung.de, über die sowohl die Tools als auch diese ausführliche Präsentation bestellt werden können. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank.